Willkommen zu einer neuen Folge von Winter Up. Ich muss mich gerade kurz konzentrieren. Ich wusste nicht mehr, was ich spiele. So, ja, es hat sich jetzt nicht wirklich viel getan seit der letzten Folge, außer dass da ein paar Mobs gespawnt sind und da eine Spinne und ja. Heute gibt es nicht so viel zu zeigen, denn heute möchte ich eventuell den Baum schon mal schmücken. Einen Stern hat er ja schon. Und vielleicht sogar die Wände hier machen. Die Frage ist, also es sieht richtig gut aus, gefasst. Scheiße. Das ist nicht gut. Ich muss mal ganz kurz zurücklaufen. Ich habe hier Orientierungsschwierigkeiten in meinem riesigen Anwesen, Alter. Und nochmal den Stempel holen. Wo habe ich den jetzt hingetan? Vor allem, ich weiß nicht, was ich hier überall gemacht habe. Wieso sieht das so komisch aus? Stempel. Stempelalarm. So. Komm mal mit. Das muss nochmal umpositioniert werden. Wir haben nur ein Problem. Stimmt. Ich habe mir das Ganze von unten angesehen. Und da fehlte überall Erde. Deswegen. Ich glaube, ich muss die Erde mitnehmen hier. Hallo? So. Ist zwar ein bisschen ärgerlich, aber ich glaube, mehr als Erde haben wir da nicht gehabt, ne? Schnee. Ja gut, der Schnee ist ja sowieso schon da. Okay. Das ist dann gar kein Problem. Und da in der Ecke ist es noch ein bisschen düster. Und hier auch. Okay, gucken wir uns das Ganze mal an. Was haben wir hier falsch gemacht? Du bist falsch. Aha. Ah. Oh, hier auch noch. So und so. Es war so klar, mir ist da wieder irgendwas ausgegangen. Wahrscheinlich Erde. Was habe ich denn jetzt? Wieso habe ich noch so. Wieso habe ich wieder. Wieso habe ich wieder etwas wiederbekommen? Hä? Irgendwas stimmt da nicht. Naja, das wird dann später kontrolliert. Aber es sieht gut aus. Hätte ich nicht gedacht. Mit dem Muster und allem drum und dran. Ja. Ist auch trittfest. So. Die Decke machen wir übrigens ganz, ganz chillig weiß. Also. Da machen wir uns jetzt gar keinen Stress. Da wird einfach das Weiß rausgeholt. Müsste ich eigentlich noch da haben, ne? Ständig dieses Umplatzieren dieser Beutel. Oh, können nicht größer sein, die Beutel. So, Wasser. Halt. Halt, nein. Was ist das? Quarzblock. Ich brauche weißen Beton. Perfekt. Das nehmen wir jetzt mal mit. Dann gucken wir mal, wie viel wir noch übrig haben. Das soll auf jeden Fall erstmal nur die Decke sein. Hier die Küchenzeile, also von hier bis hier, wird Fliese sein. Und hier werden wir uns was anderes überlegen. Vielleicht so ein schönes Grau, so ein angenehmes. Ich weiß, ich bin ziemlich langweilig, was Farben angeht. Ich mag halt. Ich mag die Grautöne, keine Ahnung warum. Ach shit, jetzt ist es mir doch noch rausgegangen. Ah, ist mal wieder typisch. So, und jetzt holen wir uns das Grau. Und ich glaube, die Fliesen werde ich blau und weiß machen. Oder soll ich blau und rot machen? Ja, ist eine Scheißfarbe, blau und rot. Die beißen sich, glaube ich, ein bisschen zu stark, ne? Grauer Beton. Da brauche ich schon ein bisschen mehr. So. Das dürfte reichen. Wie die Sonne hier perfekt reinstrahlt. Nice.
Okay. Nur bis hierhin. Hier ist die Grenze. Das rammt auch schön die Tür ein. Das finde ich gut. Passt alles wieder perfekt. Ich bin so ein Lacker manchmal. Mit meinen Abmessungen. Es erstaunt mich immer wieder, wie viel Glück ich habe. So, und hier die Säulen, also alle Säulen, die wir haben, die werden noch leuchten von innen, habe ich mir so gedacht. Ja, das passt so. Okay, jetzt die Wand. Und jetzt organisieren wir das Zeug für die Küche. Was zum Teufel habe ich denn da gemacht? Der ist nicht gut. Warum? Ach, das ist optisch. Es sieht aus, als wäre hier eine Stufe drin, aber ist da keine Stufe drin, weil das Glas ist. Oh mein Gott. Ich bin Gott. So. Frage ist nur, wo bekommen wir auf die Schnelle Blau her? Lapis Lazuli? Moment. Ich habe ja zum Glück dieses schicke Ding hier. Blau. Blaue Wolle, blaues Glas brauche ich, ne? Blaue Orchidee. Ich glaube, ich habe in der Nähe einen Sumpf. So, ich glaube, dass das hier zu einem Sumpfbiom gehört, ne? Ist das Schnee? Warum liegt hier Schnee? Und um mich herum liegt kein Schnee. Egal. Übrigens, ich bin sehr weit gekommen. Und ich habe noch. Wie komme ich auf die Map? Da. Ich habe noch nichts gefunden. Ich bin Kreis gelaufen. Wow. Ich bin einfach mal so im Kreis gelaufen. Ohne es zu merken, bin ich eigentlich schon wieder zurück. Dann ist das kein Wunder, dass hier Schnee liegt. Da habe ich so random hier wahrscheinlich ein Gebiet draus gemacht. Nein. Ist falsch. Ja, du kleiner Racker. Soll ich dir helfen? Kommst du nicht alleine raus? Hast du dir das Beinchen gebrochen? Komm. Sei frei! Freiheit! Ja, los, komm raus. Ja, das nehme ich mal an mich, ne? Das brauchst du ja wahrscheinlich nicht mehr. 48. Jetzt raus da, los! Raus! Raus, ich habe dir geholfen. Dann viel Spaß beim Sterben. So, wir haben hier ein Dorf gefunden. Das plündere ich mal ganz kurz. Man sollte schon alles mitnehmen, was geht, ne? Weil die haben hier echt viel Zeug. Die brauchen das nicht, weil offensichtlich essen sie es nicht. Ich schon. Rote Beete. Alles meins. Da, auch oh, Kartoffeln. Alter Schwede, was die hier alles haben. Nur leider wahrscheinlich keine blaue Farbe, wa? So, habt ihr noch mehr Felder hier? Nö, die Pflanzen. Doch, doch. Hier, da. Alter, wie viele Felder ihr habt. Leute. Wir schauen beim Schmied nochmal vorbei und dann gehe ich weiter. Ich dachte, wir gucken mal gemeinsam hier, was es in diesem Dorf so Schönes gibt. Es ist auch nicht wirklich weit weg. Wer halt ein paar Dorfbewohner entführen möchte, es ist quasi fast genau die gleiche Strecke hier. Also man müsste halt einen Tunnel bauen mit Schienen und dies und das, aber man könnte sie entführen. Wer weiß, vielleicht tue ich das auch. Also in der Regel schubst man sie in eine Lore. Und dann freut man sich einen Keks, dass sie rüberfahren. Das habe ich schon im Einzelspiel oft gemacht. Habe ich mir eine kleine Stadt zu Hause aufgebaut. Das wäre schön. Ja, Leute. Ich habe mein Bestes gegeben. Guckt euch meine Route an. Ich bin so gelaufen. Da bin ich hier hochgelaufen, weil ich dachte, okay, komm, gehst mal random irgendwo rein. Hier, da, zack, 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 zack. Dann hier über die Inseln. Dann bin ich hier rüber. Dann bin ich da runter. Dann bin ich hier übers Wasser wieder zurück. Hierher. Kein Blau gefunden. Ich habe mir einfach welches erschietet.
Ich will auch, dass die Folge heute irgendwann mal kommt. Ihr versteht das bestimmt. So. Hellblaues Glas. Wir brauchen Glas. Und Blau. Glas habe ich bestimmt am Start. Weißes Glas. Weißes Glas. Ich weiß, dass ich normales Glas hatte. Glas? 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 Okay, wir sortieren mal. So, Glas, Glas, Glas. Wieso habe ich hier so einen Scheiß noch am Start? Wieso habe ich hier einen Beutel drin? Wieso habe ich das hier drin? Was habe ich gemacht? Ah ja, und ich habe eine Unterwasserruine gesehen, habe ein Viech platt gemacht, da hätten sie mich fast getötet, ich bin abgehauen, aber ich habe immer einen kleinen Prismakristall bekommen. Ja, ich weiß, dass ich endlich Glas habe, aber es ist nicht hier. Wo ist es hin verschwunden? So, ich habe die Produktion eingeleitet. Wir bekommen unser Glas in Kürze. So, unser Glas ist fertig. Nun. Zack, zack, zack. Tada. Achtmal Glas. Hat nur 2 Stunden gedauert. Ach, ist das schön. Oh, es ist jetzt schon 14 Uhr. Video hätte kommen sollen. Ich muss noch rendern. Geil. So. Nehmen wir mal zu Anfang 3. Gut. Wir hatten hier weißen Beton, ne? Wir nehmen jetzt... Na, schneit wieder. Ja. Wir nehmen jetzt was anderes. Vielleicht sogar Schnee. Schnee ist mir, glaube ich, zu blöd. Holy shit. Zerfett schneit das so heftig, dass hier so viele Schneeanhäufungen sind. Das hatte ich ja noch nie. Krass. Nicht, dass da mein Dach einstürzt. Ey, wo kommt das plötzlich? Hier war doch alles glatt. Alles wird zerstört. Okay, mal gucken. Was haben wir denn für Möglichkeiten? Schnee. Oh gut, ich habe genug Schnee. Machen wir es mit Schnee. Einfach nur zur Abwechslung, damit es eine etwas andere Farbe bekommt. Schnee ist, glaube ich, ein bisschen heller. Und wir brauchen Glas. Weißer Beton. Hellblaues Glas. Weißes Glas. So. Das sind unsere Utensilien. Oh Gott, das reicht gar nicht an Schnee, ne? Wir brauchen eigentlich ein bisschen mehr Schnee. Schmilz mir bitte nicht weg. Dann ist alles gut. So. Dann, wie immer, 2 Schichten abbauen. Das wird knapp. Aber es passt noch. Ah, die brauche ich nur 1 Schicht abbauen, ne? Das war ungünstig. Eigentlich brauche ich nur 1 Schicht abbauen, die andere kann ja ersetzt werden. Das Feld kommt auf den Rändern. Okay, jetzt legen wir los. Wir brauchen... Nein, kein Replace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Ja, gut, da muss ich gar nicht mehr zählen. So, und dann gehen wir mit Weiß weiter, ne? Ich hoffe, das passt alles.
4, 5, 6, 7, 8. Habe ich es wieder verkackt? Ich habe es wieder verkackt. So. Tada! Neues Muster und der Hintergrund ist hier nämlich, beim Schnee ist das heller als hier beim Beton. Das heißt, hier auf dem Boden ist es dezent und hier ist es richtig krass. Richtig crazy. Jetzt brauchen wir nur noch einen Stempel. Und dann stempeln wir uns durch die Gegend. So, ein bisschen Licht und nun nehmen wir den Stempel. Zack, stempeln das und ja, ich bin glaube ich auf Setzen drauf, naja. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Meine Beutel sind wieder voll. Oh Gott! Moment. Oh, da kommen sie! Da kommen sie! Scheiße, was habe ich hier drin? Fichtenholz und Quarzblock. Was habe ich hier drin? Scheiße, habe ich irgendeinen Beutel, der nutzlos ist, den ich einmal kurz entleeren kann? Okay, das hier wirkt ziemlich nutzlos. Ah, ja. Ah. Scheiße, irgendwo ist der Rest noch. Vielleicht von der anderen Seite? Oh Gottes Willen. Oh nein, meine hübsche Wand. Was ist passiert? Das ist Kacke. Das ist Kacke. Okay, das heißt, diese Wand wird auch so ziemlich zerfetzt von dem, was ich vorhabe. Ach du Scheiße. Aber ich zieh's jetzt durch. Nein. Okay, hier ist wahrscheinlich nur Müll drin, ne? Aber ich kann den Müll wieder verwerten. Moment. So. Grauer Beton. Ja gut, scheiß drauf. Kein Problem, das kann ich richten. Oh, hier fehlt überall das weiße Glas. Aber ich hatte zum Glück genug blaues Glas, ne? Also. So ist es nicht. Hä? Habe ich kein. Was habe ich mit meinem weißen Glas gemacht? Habe ich das zurückgepackt? Es schneit einfach immer noch. Die Hügel werden immer mehr und mehr. Was ist das hier für eine Katastrophe? Wieso schneit das plötzlich so heftig? So, weißes Glas, zack. Da bräuchte ich zwei von. Was hat aufgehört? Halleluja. ETF? Aber auch wirklich nur so kleine Ecken. Oh, was ist passiert? Mein wunderschönes Land! Es wurde zerstört! Bestimmt mit euch nicht! Warum schneit das plötzlich so heftig? Ist das, weil ich die Map aufgedeckt habe? Auf der Map waren vereinzelt auch überall Stellen. Da. Ist ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Hier, da. Da, guckt's euch an. Alles so abgenagt. Und jetzt habe ich hier komplett das Schneechaos.
könnte am 4. Advent liegen. Wir haben heute den 4. Advent, Leute. Kurz vor Weihnachten. Ich hoffe, ihr freut euch auf eure Geschenke. Ich auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, was ich kriege. Meine Freundin will es mir einfach nicht sagen. Ich verstehe nicht, warum. Könnt ihr doch einfach sagen, was ich bekomme. Dann wären sie alle glücklich. Außer sie, weil sie das dann nicht wüsste, was sie bekommt. Weil ich natürlich ganz normal bin und es meiner Freundin nicht sage. Aber ich könnte es euch jetzt sagen. Oh. Nein. Okay. So, da ist die Küche. Das ist ein Loch. Und ich würde sagen, ich muss heute leider die Folge jetzt schon beenden. Weil ich muss ein bisschen auf meine Stimme aufpassen. Ich habe gestern so lange aufgenommen, dass meine Stimme nachts quasi so am Arsch war, dass ich so einen Hals hatte. Ja, wir sehen uns. Haut rein. Ciao.